Hallo zusammen. Sie sind auf dem Hetman Software Kanal und dies ist Ihre Lieblings-IT-News-Rubrik. Heute im Programm. Die Veröffentlichung von iOS 15.5, Microsoft-Projekt Volterra, Android Auto 2022, Gaming-Computer-Rucksack, Goodwill, Ransomware-Virus. Apple hat iOS 15.5 veröffentlicht. Die Apple-Entwickler haben ein neues Software-Update für iPhone-Nutzer bereitgestellt. Die Firmware wiegt mehr als 800 MB und enthält viele kleine, aber nützliche Änderungen. Dies ist das fünfte große Update für iOS 15 und iPadOS 15, das ursprünglich im September 2021 veröffentlicht wurde. Obwohl iOS 16 bereits im Juli angekündigt werden soll, bringt das aktuelle Update eine Reihe neuer Funktionen, nicht nur Behebungen, verbesserte Stabilität und Sicherheit. Die kommenden Updates könnten eines der letzten für das Betriebssystem iOS 15 sein. Apple Podcast kann jetzt die Anzahl der Cast-Veröffentlichungen begrenzen, die Sie auf Ihrem iPhone oder iPad speichern können, und alte Podcast-Veröffentlichungen automatisch löschen. Mit der Wallet-App können Sie jetzt Geld von Ihrer Apple Cash-Karte senden und anfordern. Mit der Veröffentlichung von iPadOS 15.5 und macOS Monterey 12.4 ist Universal Control auch für Nutzer von Apple-Geräten verfügbar. Es befand sich seit März im Beta-Modus und wurde nun offiziell vorgestellt. Mit Universal Control können Sie eine Tastatur und eine Maus sowohl auf Ihrem Mac als auch auf Ihrem iPad-Tablet verwenden. Außerdem sollten rund 30 Sicherheitslücken behoben werden sein, die von Angreifern angenutzt werden konnten, um Angriffe auf Nutzer von Apple-Geräten durchzuführen. Microsoft verblüfft uns immer wieder. Das Unternehmen hat ein ARM-basiertes Gerät mit dem Codenamen Projekt Volterra vorgestellt und eine Version von Virtual Studio 2022 mit aktiver ARM64-Unterstützung herausgebracht. Im Rahmen von Projekt Volterra hat Microsoft eine neue Partnerschaftsvereinbarung mit Qualcomm unterzeichnet. Gemeinsam haben sie eine Entwicklungsappliance auf der Basis des Snapdragon am Prozessor und einer neuronalen Verarbeitung sein Halt NPU-Entwicklung, die den Aufbau von Cloud-basierten Anwendungen mit Unterstützung für Algorithmen der künstlichen Intelligenz vereinfachen wird. Optisch sieht er aus wie ein Mini-PC. Solche Geräte lassen sich leicht auf einem Tisch oder in einem Serverschrank unterbringen. Die technischen Merkmale des Mini-PCs sind noch nicht bekannt, aber es ist bekannt, dass er drei USB-Anschlüsse aus der Rückseite des Gehäuses sowie einen Display-Port und einen Ethernet-Anschluss hat. An der Seite des Gehäuses befinden sich zwei USB-Typ-C-Anschlüsse. Das Gehäuse ist auch resistenten Kunststoff hergestellt. Neue Version von Android Auto. Google hat auf der I/O-Konferenz 2022 eine aktualisierte Version von Android Auto angekündigt. Die wichtigste Änderung am System ist die Schnittstelle. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Navigation, Multimedia und Kommunikation. Die Schnittstelle ist anpassungsfähig, das heißt, es passt sich problemlos an jede Auflösung und Bildschirmgröße an. Außerdem haben die Entwickler einen Mehrfernsehmodus hinzugefügt. Dank dieser Funktion können die Benutzer mehrere Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm öffnen, zum Beispiel Navigation, Player, Nachrichten. Eine weitere interessante Funktion ist der Sprachassistent Google Assistant. Google Assistant wird kontextbezogene Hinweise geben, wie man schneller auf Nachrichten antworten oder aus welchen Kontakten anruft. Fahrer mit Android-Automotive erhalten neue Unterhaltungsoptionen, insbesondere die Möglichkeit, YouTube anzusehen, allerdings nur im Stand. Sonntag stellt Gaming-Rucksack PK mit Intel Tiger Lake und Nvidia RTX A4-5500 vor. Sonntag stellt Gaming-Rucksack PK mit Intel Tiger Lake und Nvidia RTX A4-5500 vor. Sonntag hat seinen WRGO 4.0 Gaming Rucksack Computer der vierten Generation veröffentlicht. Es verfügt über einen Intel Core i7-11800 HD Mobilprozessor und einen Nvidia RTX A
für 500 Grafikbeschleuniger. Dieses Gerät ist als Spielsystem für die virtuelle Realität konzipiert. Der Nvidia RXA 4500 verfügt über 7168 CUDA-Kerne und 20 GB GDDR6 Speicher. Die vorherige Version von VRGO wurde von einem Core i7-9750H-Chip angetrieben und war mit einem GeForce RTX 2070 Grafikbeschleuniger ausgestattet. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich nicht für eine Gaming-Grafikkarte entschieden hat, weil die RTX 4500 weitaus leistungsfähiger ist als jeder Gaming-Beschleuniger der Einstiegsklasse. Insbesondere hat sie 1024 CUDA-Kerne mehr als das GeForce RTX 3070 Gaming-Modell. Gleichzeitig verbraucht sie 200 Watt, während die GeForce RTX 3080 eine Leistungsaufnahme von 350 Watt haben soll. Im Falle des VRGO 4.0 ist der Stromverbrauch sehr wichtig für die Autonomie, da der Rucksack-Computer mit Batteriestrom betrieben wird. Die Neuheit verfügt über 16 GB DDR4 RAM, aber auf Wunsch können bis zu 32 GB Speicher installiert werden. Es ist auch möglich, eine M2 NVMe SSD und eine 2,0 Zoll CCD oder eine SATA 3 Festplatte zu installieren. Das Gerät verfügt über eine Reihe von externen Anschlüssen. USB 3.1 Typ A, USB 3.1 Typ C, zwei USB 3.0, zwei DisplayPort und ein HDMI. Zum Design gehören auch zwei 3,5 mm Audioausgänge und ein CD-Kartenleser. Im Standalone-Modus wird der Zotac VRGO 4.0 von einem dualen, schnell austauschbaren 86,4 Watt betrieben. Über das Erscheinungsdatum des VRGO 4.0 und seinen Preis liegen noch keine Informationen vor. Die vorgängige Version eines solchen PKs kostete rund 2000 Dollar. Zotac hat seinen ersten virtuellen Realität-PK bereits 2016 vorgestellt. Seitdem hat das Unternehmen sein Design schrittweise verbessert. Diese neueste Interpretation scheint sich jedoch ausschließlich auf die Ausrüstung der Prozessor- und Grafikkartenkomponenten zu konzentrieren. Goodwill Remsor Virus. Die Cybersecurity-Experten von CloudSec haben eine Hackergruppe namens Goodwill enttarnt, die eine Ransomware verbreitet, aber vom Opfer eine gute Tat verlangt, um die Daten zu entschlüsseln und nicht etwas ein Lösegeld. Nachdem er den PK des Opfers infiziert hat, verschlüsselt der Goodwill-Virus Dateien verschiedener Formate und bietet an, drei gute Taten zu verbringen, um sie zu entschlüsseln. Kleidung oder Decken für Bedürftige auf der Straße zu spenden, fünf arme Kinder zu einem Fastfood-Läden mitzunehmen und das nächste Krankenhaus zu besuchen und die Behandlung für jemanden zu bezahlen, der dazu nicht in der Lage ist. Experten zufolge sitzen die Betreiber der Ransomware in Indien, wie ihre E-Mails und die IP-Adressen in Mumbai, auf die der Virus zugreift, belegen. Außerdem wurde in einer Codezeile ein Eintrag in Hindisch, einer Mischung aus Hindi und Englisch, gefunden. Die Malware ist in einem Net-Framework geschrieben. Sie wird mit einem UPX-Packer komprimiert und die Daten auf den effizienten Windows-Rechnern werden mit dem AES-Algorithmus verschlüsselt. Die ersten beiden Aktionen müssen in sozialen Netzwerken Hilfe eines von den Hackern angebotenen Fotorahmens dokumentiert werden, während bei der letzten Aktion Selfies mit der Zielperson gemacht und zusammen mit einer Audioaufnahme eines Gesprächs mit dieser Person an die Betreiber der Ransomware gesendet werden müssen. Nachdem sie diese drei guten Taten vollbracht haben, müssen sie einen Artikel in den sozialen Medien mit dem Thema, wie sie ein guter Mensch wurden, nachdem sie Opfer des Goodwills-Ransomware-Virus wurden, schreiben und veröffentlichen. Die Hacker schicken dann angeblich ein Tool zur Entschlüsselung der Daten. Das war's. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Wir sehen uns bald wieder. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es.
Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.